Bürgermeister Dr. Andreas Linhardt tischte zum Frühstück auf. Seine besonderen Ehrengäste feiern im Jänner ihren 80. Geburtstag. Ist das eine neue Einrichtung oder hat das schon Tradition? In dieser Form ist es eigentlich eine neue Einrichtung, weil die Gemeinde allen 80-Jährigen immer gratuliert hat. Wir haben das früher so gemacht, dass ich zu den Jubilarinnen und Jubilaren nach Hause gefahren bin und gratuliert habe. Und es sind aber so viele mittlerweile geworden, dass ich es aus Zeitgründen nicht mehr schaffe. Und jetzt haben wir es umorganisiert und machen das seit etwa einem oder eineinhalb Jahren so, dass einmal im Monat eine sogenannte 80er-Jause hier bei mir im Bürgermeisterzimmer stattfindet, wo alle eingeladen werden. Es kommen auch meistens alle. Heute sind wir eine komplette Runde und kommt gut an und mir macht es auch viel Spaß. Das macht große Freude. Ich habe heute Nacht schon geträumt, dass ich mich verschlafen hätte. Nicht? Nein, es hat alles funktioniert. Der Wecker rechtzeitig geläutet. Nicht? Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zum Herrn Bürgermeister durfte. Das ist eine Ehre für uns. Na ja, das sind übertreiben. Schon. Genau, das gibt es nicht überall. Es ist eine sehr nette Veranstaltung. Ich kann meinen Kolleginnen und Kollegen im Bürgermeisteramt nur empfehlen, sowas auch zu organisieren. Das ist eine sehr nette Sache. 80 Jahre und kein bisschen leise? So ähnlich. Man bemüht sich halt. So soll es weitergehen. Und wichtig ist, dass man so halbwegs gesund ist. Und das ist das Wichtigste für allen. Man kann es nicht aussuchen. Man muss nehmen, wie es kommt. Mit 80 schaut man ja auf ein langes Leben zurück. Auf was sind Sie denn besonders stolz? Ich war beruflich sehr im Einsatz, 42 Dienstjahre. Und bei einer meiner Abschlussreden habe ich gesagt, all das, was ich in 42 Jahren eingezahlt habe, hole ich mir jetzt in der Pension zurück. Und auf dem Weg bin ich. Wie ich gehört habe, haben Sie groß in der Familie gefeiert. Also es war wunderschön. Und wir haben ja mal im Waldviertler Haus gehabt. Also auch die Waldviertler sind gekommen. Und da haben wir uns wieder mal gesehen, endlich. Und das waren eigentlich keine Nachbarn, das sind alle schon Freunde geworden jetzt. Und die Nachbarn in Brunn und die Verwandten und Bekannten und eine Riesenfeier war das auf jeden Fall. Zu einem Geburtstag gehört natürlich auch ein Geschenk. Es gibt einige sehr interessante Bücher über Brunn und eines davon wird überreicht. Es gibt auch eine Ehrenurkunde dazu, hat mehr symbolischen Charakter. Es ist kein wertvolles Geschenk in dem Sinn, aber es soll ihm eine Anerkennung und Aufmerksamkeit sein. Kommt auch gut an, die Leute freuen sich immer drüber.